Herr Präsident, meine Damen und Herren, sehr geehrte Frau Ministerin Giffey. Wir haben Ihnen unlängst in der letzten Ausschusssitzung durchaus gut zugehört, als Sie davon berichteten, dass es ein Projekt gibt, welches Ihnen ganz besonders am Herzen liegt und welches Sie auch künftig in besonderer Weise fördern und auch ausbauen wollen. Das Projekt Bündnis Demokratie Leben. Ein Projekt also, für welches im Haushalt 115,5 Millionen Euro eingeplant werden. So ist es vermutlich auch zu erklären, dass eine Integrationsbeauftragte meiner Heimatstadt Celle, die im Übrigen hoffnungslos pleite ist, sich unlängst wie folgt äußerte. Sie sagte, im Rahmen von Demokratie leben könne man zurzeit gar nicht genug neue Projekte ins Leben rufen, da die Mittel hierfür fast grenzenlos sind und das Geld praktisch auf der Straße liegt dafür. Grund genug, sich einmal anzusehen, was sich eigentlich hinter diesen Projekten verbirgt, über denen unser Steuergeld wie mit dem Füllhorn ausgeschüttet wird. So fördert Demokratieleben zum Beispiel die Naturfreunde Deutschland, die sich laut ihrer Satzung dem demokratischen Sozialismus verpflichtet fühlen. Dem demokratischen Sozialismus, jawohl. So kann man Demokratieleben natürlich auch verstehen. Auch die weiteren Projekte haben mit Demokratie im üblichen Sinne, ehrlich gesagt, eher wenig zu tun. So fließt das Geld unserer Steuerzahler zum Beispiel auch direkt in die Kassen diverser Islamverbände, zum Beispiel auch DITIB, dessen Vorsitzender des Moscheevereins in Hamburg postet, Demokratie ist für uns nicht bindend. Uns bindet der Koran. Zitat Ende. Gefördert wird NEMO, das Bündnis Reichtum umverteilen. Ja, umverteilen, das kommt uns auch irgendwie bekannt vor. Gefördert wird UFUG. UFUG will den aufgeregten Debatten über Parallelgesellschaften und eine angebliche Islamisierung mutig entgegentreten. Ich nehme an, weil wir ja alle wissen, dass es in großen deutschen Städten gar keine Parallelgesellschaften gibt. Und dann, wie könnte das fehlen? Gefühlte 75 Projekte, die sich mit dem allgegenwärtigen Kampf gegen rechts befassen. Inzwischen ein Kampf gegen alles, was nicht explizit links ist, meine Damen und Herren. Und nicht selten durchgeführt von Organisationen, die den Boden der Rechtsstaatlichkeit schon lange verlassen haben. Aber seit Abschaffung der Extremismusklausel muss man sich in diesem Land ja auch nicht mehr zu den Prinzipien unseres Rechtsstaates bekennen, um mit Millionenbeträgen gepampert zu werden. Es reicht, wenn man die richtige Gesinnung hat. Und die muss auch nicht unbedingt demokratisch sein, sie muss nur links genug sein. Sie haben jetzt noch einen letzten Satz, Herr Kollege. Und so ist aus dem Kampf gegen rechts längst ein Kampf gegen die Wiederherstellung des Rechts geworden. Aus der Bedeutung des Wortes Demokratie wird langsam eine Farce und aus Volksvertretern eine politische Klasse, die offenbar inzwischen bereit ist, die Steuergelder ihrer Bürger zu veruntreuen, um missliebige Meinungen zu unterdrücken und politische Gegner zu bekämpfen. Wir fordern Herr Kollege, die sofortige ersatzlose Streichung dieser Mittel. Überzogen. Dankeschön. So, und nun, lieber Kollege Sönke-Rix, nun erteile ich Ihnen das Wort für die SPD-Fraktion.